Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video vom Studio Winter. Ich bin Kumpel und ich sitze hier gerade vor der Texture Pack Version für die Minecraft 1.13. Ihr seht es unten, das ist der Schnappschuss von der Bre 9 mit dem Winter Medieval TP. Das bitte Lächeln, was wir hier sehen, ist nicht unbegründet. Ich werde euch das erzählen, beziehungsweise kurz zeigen. Denn die Minecraft 1.13 wird uns eine Menge kosten. Also jetzt, mich kostet sie erstmal Zeit mit einem Texture Pack, was schon ein paar eigene Models drin hat. Aktuell ist es so, dass fast jede Textur umbenannt werden muss. Das heißt, alle Texturen sind zwar da, werden aber nicht mehr erkannt, sondern es werden dann die Default-Texturen genommen, beziehungsweise werden ganz hässliche Bugs zum Teil auch dargestellt, wenn er es gar nicht findet. Ich habe jetzt schon hier hinter mir, dass ich 282 Texturen umbenannt habe. Denkt dran, bitte lächeln. 282 Texturen habe ich umbenannt. Ich habe ganz viele Blockstates und andere Sachen schon geändert und ersetzt, wo wir schon dran gewesen sind. Das Ergebnis ist, dass es hier Nacht wird. Das geht ja zum Glück noch mit der Null. Das Ergebnis ist, dass schon einiges wieder funktioniert. Ne? Das ist schon mal so der erste Schritt. Das bedeutet aber auch, dass diese Geschichten hier wie dieser Blockstate, beziehungsweise dieses eigene Model, werden ein ganz, ganz großes Problem für die Zukunft werden, von den Beständen her, die es da schon gibt. Wenn jetzt ein Texture Pack zum Beispiel ganz viele von diesen Sachen hat, dann bedeutet das, dadurch, dass Mojang nicht nur alle Texturen umbenannt hat, sondern auch die Ordner, in denen Blocks and Items liegen, nämlich von Blocks and Items in Block und Item wurde das umbenannt, das ist ein S weg. Das bedeutet aber auch, dass man, wenn man in der JSON-Datei hier so ein Model anlegt und die Pfade verlegt, also in Java dann entsprechend und sagt irgendwie Parents Block Block und dann geht es eben weiter, dass du das schreibst, das funktioniert dann alles mit einem Schlag bei der 1.13 so nicht mehr, weil ein S und ein S weggefallen sind. Das wird Folgen haben für den Reichtum von Minecraft. Wer die 1.13 verwendet, kann sich über etwas mehr Wasser freuen. Aber ich fürchte, dass viele Mods und Texture Pack und so weiter, was es gibt, vielleicht auch Shader, das kann ich im Moment noch nicht überblicken, dass die es gar nicht in die 1.13 schaffen werden. Also ich habe jetzt 200, was, Moment, ich kann mir das angucken. Lass mich mal kurz schauen, schnell. Wo ist es? Da. Ich habe jetzt 239 Dateien umbenannt. 239 habe ich. Ich habe noch 424 vor mir. Das lässt sich alles auch nicht umbenennen, indem man, ich sage mal ganz schnell, so eine Geschichte macht, dass man irgendwie was reinkopiert oder einfach was raus und rein, sondern man muss jedes Mal den kompletten Namen ersetzen. Das heißt, ich arbeite jetzt mit dem Original-Texture Pack und habe in einem anderen Bildschirm mein Texture Pack offen und dann kopiere ich mir, also ich gehe auf Umbenennen jeder einzelnen Datei und kopiere mir das dann rüber durch Umbenennen dann auch wieder. Und habe so dann schon Erfolge erzielt, dass Sachen funktionieren. Denn als ich hier zuerst reingegangen bin, ging gar nichts. Ne? Beziehungsweise man kann es sich hier an einem Beispiel ganz gut angucken, wie das aussah. Weil ich wette, das würde auch immer noch gehen. Was haben wir hier? Die 1, 2? Ja. So, machen wir mal. Das wird nicht so viel ändern, denke ich. Was das Ergebnis ist. Weil ich hatte dann das umgesetzt, genau. Und ihr seht, das sieht dann so aus, beziehungsweise hier hat er komischerweise das Gras sich nochmal wieder geholt. Ist auch ganz merkwürdig, teilweise kann man es gar nicht so nachvollziehen.
wann er was holt? Oder beziehungsweise scheint er jetzt bei dieser Geschichte anders zu emulieren, wenn ich jetzt hier ein Texture Pack für die 1.12, also mit der 3 in den MC-Metadaten habe, anstatt mit der 4. Er emuliert dann scheinbar anders, aber gewisse Dinge funktionieren wieder gar nicht. Es ist ein Spaß. Es ist wirklich ein großer Spaß. Und meine große Sorge, die ich halt jetzt habe, und die möchte ich euch an der Stelle einfach mal mitteilen, ist eben einfach, dass damit eben viele Mods uns verloren gehen werden. Seid ihr geschlüpft oder seid ihr daheim oder was ist da los? Das ist mein Hund. Der kam hier an, den habe ich mir gemacht. Der kam da unter den Bäumen raus, während ich hier rumgedoktert habe. Immer wieder geguckt habe, ob das hier irgendwie rund läuft. Das heißt, für mich, dass ich aktuell so eine Strafarbeit noch vor mir habe. Ich habe jetzt für die 239 Files von 22.30 Uhr abgebraucht. Jetzt ist so 1.20 Uhr. Das heißt, ich habe nochmal dieses Zeitfenster vor mir. Dann habe ich einen laufendes TP. Da kann ich mich sehr drüber freuen. Ich hoffe, da kommt nicht noch irgendeine Änderung bis zum endgültigen Release, aber ich habe es jetzt doch mal gewagt. Wir sind ja mal bei der Pre-Release 9. Interessanter Mix auch aus Default-Bäumen und unserem Birkenlaub. Das ist nämlich schon umbenannt. Und da hinten war der Spawn. Die Welt war random generiert total und entsprechend. Ja, es funktioniert natürlich auch keine Connected Textures ohne Optifine, klar. Das heißt, das ist hier jetzt reines Default-Gestein. Das ist alles, ja, suboptimal so. Aber gut, wird sich zeigen. Ihr seht also auch hier, viele Sachen funktionieren einfach nicht. Immer wieder sind Sachen. Und das bedeutet halt auch einfach, dass diese Sachen umbenannt werden müssen noch. Geh ins Wasser, so ist brav. So. Mal gucken, jetzt kann sogar seine Nase rausgucken. Was ich euch aber, glaube ich, sogar zeigen kann, da bin ich jetzt gespannt. Da kriegt ihr noch eine ganz exklusive Preview, wenn denn die 1.13 mitmacht. Das liegt nicht an mir, ich habe es nicht ausprobiert. So, die Villager. Das ist ein Dorfbewohner-Spornei. Nicht zu verwechseln mit einem Schildkrötenei, weil Dorfbewohner-Spornei funktionieren brummt. Nee, geht nicht. Kann es euch nicht zeigen. Das sind klassische Villager. Gut. Weil es gibt mittlerweile einen Prototyp für eine Villager-Textur. Aber die läuft auch demnächst im Let's Play mit dem Piccolo dann rum. Ah, demnächst ist noch ein bisschen hin. Bin ich auch ganz froh drum, weil aktuell Let's Play jetzt noch aufnehmen, nachdem ich weiß, was hier noch auf mich wartet. Ich wüsste nicht wann. Also es ist wirklich, es ist Strafarbeit. Ganz schlimme Strafarbeit. Und die Frage ist halt wirklich, welche Mods überleben das? Ne? Welche Mods überleben das? Welche TPs werden dadurch verschwinden oder nicht mehr weiter geabt? Ich bin gespannt, weil letztendlich, man macht das meiste ja schlicht, also so viele Stunden, wie ich jetzt schon wieder hier rein versenkt habe, heute, das ist, wenn ich da Mindestlohn für kriegen würde, könnte ich ja schon gut von leben, aber man kriegt ja im Grunde, wisst ihr, was ich meine? Also man macht das mit Leidenschaft. Ich möchte mich nicht darüber beschweren, dass ich da nicht jetzt Geld mit verdiene, aber der eine oder andere, man muss dann irgendwann die Priorität setzen. Ich habe aktuell jetzt doch noch ein halbes Jahr tatsächlich Zeit, mich darum zu kümmern, dass das rund läuft, aber viele haben es nicht. Und dadurch wird happig. Ne? Wird happig. Kann man ja anders sagen. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ihr seht, Akazienholz habe ich schon umbenannt. Birkenholz habe ich eigentlich auch umbenannt. Müsste eigentlich Birkenholz sein, ist aber noch. Warum? Oh, siehst du? Also das heißt, man macht dann tatsächlich auch ab und zu nochmal einen Fehler. Das entdeckt man dann so. Das ist ein Traum noch. Das ist so ein Traum. Alter. Ach, übrigens, sehr positiv. In der 1.13 kriegen wir neue Stufen. Davon ist eine sogar schon umbenannt. Das heißt, die ist schon WMTP. Die sind Default. Beziehungsweise, ja, das ist der Block, der umbenannt ist. Das heißt, die ziehen sich das eh Default vom Block. Die anderen Stufen ja auch. Und, ja. Und teilweise ist das so skurril. Da ist halt schon ein Teil umbenannt und das Ergebnis ist dann sowas. Weil der zieht sich das hier halt von dem Bottom, glaube ich, nee, vom Top und das hier zieht er sich dann von den Seiten von dem. Das ist auch interessant. Warum ist hier die Kürbislaterne in der Art?
Aber ich verstehe, ach so, vielleicht ist die Lantern hat vielleicht noch mal eine eigene Textur. Das verstehe ich nicht. Ist das jetzt der normale Kürbis? Geschnitzter Kürbis, Lantern. Ich habe noch Spaß. Ihr seht das. Es wird noch gut. Und teilweise haben sich die Namensbezeichnungen auch geändert. Dann sitzt er auch nochmal da und fragt sich, ist es das? Also, geil war die eine Blume, haben sie sehr fantasievoll umbenannt. Das war eine blaue. Aber die war gar nicht blau, die war weiß. Also es ist im Deutschen das Porzellansternchen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie ursprünglich hieß, tatsächlich. Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Sie hatte einen Namen. Und die Flower, da haben sie, bei allen Flowers ist halt einfach, also bei meisten ist einfach nur Flower weggefallen und der Unterstrich. Und dann ist nur der Name übrig geblieben. Und bei der, die haben sie komplett umgenannt. Nicht die Blue Orchid, also die blaue Orchidee, da ist Flower weggefallen. Und die eine blaue haben sie komplett, das war ich habe die vorhin nie gehört gehabt. Und dann bist du am Suchen, ne, mit dieser futzligen kleinen Default-Textur, die du gar nicht so gut kennst. Ah, Azur Bluette heißt die jetzt. Azur Bluette. Zu Deutsch Porzellansternchen, hatte vorher einen ganz anderen File-Name. Geil auch die Block-Stages vom Wachstumsstufen von Getreide oder so. Dann, die waren früher so, sag mal, bei Getreide sind das 7. Und dann ist das irgendwie so der Stage. Weiß ich mal gucken, ob ich Weed finde. Auf die Schnelle. Ist ja auch egal. Weed Stage unterstrich 0, Weed Stage unterstrich 1. Und jetzt fällt immer der Unterstrich zwischen Stage und 0, Stage und 1 und so weiter weg. Und es wird zusammengeschrieben. Stage und 1 und Stage und 0. Das heißt, du musst es ändern, damit du Getreide kriegst. Aber es macht keinen Sinn, dass der Unterstrich dann wegfällt, wenn sie an anderer Stelle die Unterstriche weiter benutzen. Warum haben sie es geändert? Und warum haben sie andere Sachen nicht geändert? Und überall ist die Reihenfolge komplett umgebaut. Vorher war es nach Wool sortiert und dann kam irgendwie die Color hinterher und jetzt ist es halt nach Color sortiert. Und ist TP-seitig schon schlimm, aber wie gesagt, die Geschichte, dass diese Ordner umbenannt haben, ne? Blocks in Block und Items in Item, das sehe ich als viel schlimmer an, weil damit viele Modder richtig erstmal in die Wand fahren. Mit ihren ganzen JSON-Dateien, die sie haben, um das zu betreiben, um sich die Models zu ziehen, um sich die Texturen zu holen. Das funktioniert alles ja gar nicht mehr. Ist geil. Einfach geil. Ja. Manche Sachen waren sicherlich sinnvoll, manche Sachen waren auch alt und manchmal entsteht halt sowas. Ich verstehe es nicht. Ich hatte doch Pumpkin komplett durchgeackert. Gucke ich mir gleich nochmal an, dann gehe ich aber ins Bett und lasse ich das hier in dem Meer rendern und hau das einfach so raus. Das wird jetzt nicht groß bearbeitet, nicht groß gemacht, das wird einfach nur, weil das muss ich einfach mal gesagt haben. Alter, das ist keine Freude. Das ist keine Freude und das wird uns ärmer machen letztendlich. Aber gut, wir wissen es ja schon länger, die Java Edition wird ja schon die ganze Zeit stiefmütterlich behandelt eigentlich. Immerhin ist das Aquatic Update für die anderen Plattformen schon komplett draußen. Ach, lassen wir das. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis denn dann. Das war's. Ciao. Bitte lächeln. Warte. Bock auf Block? Nee, heute nicht mehr. Ich bin raus.